Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Heute mal wieder aus dem Studio. Zu einem interessanten Thema Ice Ice Baby, Hauptsache kalt. Und ihr hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Hier läuft gerade neben mir schön die Klimaanlage, damit ich es schön kühl hier habe bei den ganzen Scheinwerfern. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem neuen Livestream da draußen an den Endgeräten, im Live-Chat, bei uns im Discord, die Kanalmitglieder hier wieder auf dem Ohr, respektive per Ton hier in der Sendung. Und last but not least den smarten Lehrer von nebenan, Teilzeit-PV-Berater, liebender Familienvater, Umzugshelfer, ewiger rastloser Hansdampf in allen Gassen, Julian. Hallo Steve, und ich muss mal sagen, auch von mir aus erstmal hallo und herzlich willkommen, aber Steve, du musst echt jetzt mal langsam deine Klimaanlage ausmachen, das rauscht nämlich wie verrückt. Hab dich doch mal nicht so und komm mal mit den hohen Temperaturen klar, die wir hier gerade in Berlin haben. Warum? Warum soll ich? Also ich meine, ich habe es jetzt ausgemacht, aber ich meine, letzten Endes, ich sehe da gar kein Problem drin, also... wenn es ein Problem gäbe, dann hätte die Bundesregierung doch sicherlich auf dem Schirm. Ja, da hast du natürlich völlig recht. Aber das ist eigentlich genau das, worüber wir heute reden wollen. Ne? Warum wollen wir eigentlich... Ich hänge gerade. Kann mal irgendjemand einen Pieps geben, ob wir live sind? Weil der Kontrollbildschirm von YouTube, der sagt gerade, es ist ein Fehler aufgetreten. Wir sind live. Okay, na, dann machen wir einfach weiter. Da habe ich halt eben keinen Kontrollbildschirm. Genau. Ja, ich war jetzt ein bisschen verwundert, dass die Bundesregierung das nicht auf dem Plan hat. Wir diskutieren doch schließlich seit Wochen und Monaten zum Thema Wärmewende und Kältewende oder Kälteversorgung. Hat da irgendwie niemand auf dem Schirm? Wie kommst du denn darauf? Weil es wird ja immer über das Heizungsgesetz gesprochen und wir reden ja immer, immer nur über Heizung und oh mein Gott, der Winter naht und sowas, aber wir sind uns ja alle eigentlich, glaube ich, einig, wir merken es ja, es wird ja jeder Sommer immer heißer. Und Klimaanlagen erfreuen sich größter Beliebtheit, merkt man ja am besten daran. So ein schöner Indikator, ob etwas in der Gesamtbevölkerung als, ich sage jetzt mal, Massengut angekommen ist, siehst du ja daran, wenn die Produkte dann irgendwann auch beim Discounter plötzlich stehen. Also Stichwort Balkonkraftwerke, ne? Genau. Lange Zeit wollte es keiner wissen und mittlerweile kannst du ja bei Netto und was weiß ich nicht wo überall, kannst du ja ein Balkonkraftwerk kaufen. Also, Von daher. Nicht nur Balkonkraftwerke, sondern eben auch Klimaanlagen und das sogar schon seit einer ganzen Weile. Aber dieses Jahr fand ich es ziemlich aggressiv oder beziehungsweise ist mir sehr aufgefallen, wie früh im Jahr es bei Lidl und bei Aldi und wie die alle heißen, man Klimaanlagen kaufen konnte. Und gefühlt war die Werbung im Internet um den Screen herum, den man sich angeschaut hat, voll mit Klimaanlagen. Dann müsste man das doch aber auch irgendwie voll auf dem Plan haben, weil so eine Klimaanlage verbraucht ja irgendwie auch eine Menge Energie. Müsste man sich darüber nicht mal ernsthaft Gedanken machen? Naja, so ein kleiner Hinweis, auf den wir noch kommen wollen, ist, Josk schreibt, braucht doch keiner auf dem Schirm haben. Mit einer Wärmepumpe kann man auch kühlen. Dazu später mehr. Deswegen sage ich ja, wenn es ein Problem darstellen würde, müsste es die Bundesregierung ja auf dem Schirm haben. Denn immerhin ist ja das, was aktuell an Klimageräten, und wir wissen, wir machen mal kurz einen Ausflug über den Tellerrand hinaus, raus aus Deutschland, Klimageräte sind natürlich im asiatischen Raum, in Amerika, sind es ja schon seit vielen Jahrzehnten wirklich, ich sage jetzt mal, ja, ein Standardgut für jedermann. Also da ist es ja nun wirklich kein Produkt, was irgendwie nur für den, was wirklich nicht teuer ist, sondern wenn ihr da durch die Städte geht, dann seht ihr da überall diese Teile an den Fenstern hängen, da wird ranmontiert, was die Fensterbank trägt. Und von daher haben wir einen Anteil an Klimageräten am globalen Stromverbrauch von 10%. Wahnsinn. Das ist schon krass, ne? Also da hat man so gar nicht auf dem Schirm, aber denkt sich so, alles was mit Klima, also mit Kühlung zu tun hat und Ventilatoren haben einen Anteil am globalen Stromverbrauch von 10%. Also als ich die Zahl heute gelesen habe, war ich auch zuerst dachte ich so, ach naja, 10%, und dann dachte ich so, oh, 10%,
also jede 10. Kilowattstunde, die auf dieser Welt irgendwo erzeugt wird, egal aus welchen Quellen, wird für Kühlung wieder draufgehauen. Und ich hau mal noch eine Zahl oben drauf, Steve. Es sind etwa, dadurch entstehen etwa 1 Milliarde Tonnen CO2 jedes Jahr, weil gerade in den Ländern, in denen die meisten Klimaanlagen hängen, zumindest im Moment noch, also du hast das angesprochen, ja, Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Asien, diese Bereiche, wo man das ja schon seit Jahrzehnten kennt, sage ich mal, dort wird ja noch relativ wenig erneuerbare Energie genutzt. Das heißt, die sind sehr stark abhängig von fossilen Energien und das ist dann so ein Teufelskreis, der entsteht. Ne? Und ich glaube, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbrechen muss, ich glaube, da ist auch nochmal die Krux drinne, denn warum wir diese Sendung machen und warum die Bundesregierung vielleicht das Thema auf dem Schirm haben sollte, ist, ab 2030 gelten innerhalb der EU neue Gesetze, was so gewisse Kühlmittel betrifft. Und ich wage jetzt einfach mal zu unterstellen, dass gerade die Länder, die du gerade aufgezählt hast, solche strengen Vorgaben bezüglich gewisser Kühlmittel eben nicht haben. Aber auch gewisse Vorgaben bezüglich einer fachgerechten Installation und sowas nicht haben. Und deshalb wollen wir mal darauf aufmerksam machen, weil auch mir ist heute echt so ein bisschen der Kaffee aus der Hand gefallen, als Julian mir schrieb, was da so für Stoffe drin sind. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wusste, dass das FCKW ein Thema ist in Spraydosen und allem drum und dran. Und für mich war das Thema FCKW vom Schirm, weil da gibt es ein Verbot, das wird nicht mehr verwendet, etc. pp. Aber dass es bis heute in aktuellen Klimageräten immer noch entsprechende Gase verwendet werden, die dort als Kältemittel verwendet werden, die natürlich hochgradig klimawirksam sind, das war mir nicht bekannt. Genau, also was man halt mehr oder weniger global abgeschafft hat, sind die FCKWs, also die dann auch diese ozonabbauende Wirkung haben. Aber das, was eben nach wie vor Stand der Dinge ist, in so gut wie jeder Klimaanlage, sind halt Kühlmittel. Und zur Klimaanlage zählt dann natürlich genauso auch die Wärmepumpe und zählt genauso letztlich auch euer Kühlschrank oder eure Gefriertruhe zu Hause, sind eben Kühlmittel, die ein sehr hohes Global Warming Potenzial haben. Das heißt also, sollten diese Stoffe bei unsachgemäßer Handhabung, bei einem Defekt des Gerätes, was auch immer, in die Atmosphäre entweichen, also man sagt ja so schön, wenn das Kühlmittel abzischt, dann entsteht dadurch mit einem kurzen Zisch, aber ein heftiger klimatischer Schaden. Aber vielleicht gehen wir noch mal ein Schrittchen zurück und gucken mal auf Deutschland. Also ich habe es ja neulich in meinem Video zu diesem Tuning von meiner Klimaanlage gesagt. Also bis vor vielen Jahren war das Thema Klimaanlage in Deutschland eigentlich so ein, weiß ich nicht, entweder hat man es halt in der Industrie irgendwo gebraucht, ja, oder das hat man vielleicht Kaufhäuser klimatisiert oder man hat Gewerbeeinrichtungen klimatisiert, wo halt zum Beispiel viele Leute im Großraumbüro sitzen. Aber so eine Klimaanlage zu Hause, das hatten relativ wenig Leute. Und wir sind jetzt im Moment bei 2023 ist es so, dass etwa 3% aller deutschen Haushalte eine Klimaanlage haben. Aber die Zuwachsraten, die sind ziemlich erstaunlich. Die sind nämlich ziemlich heftig. Und zwar haben wir ein Wachstum bei den privaten Klimaanlagen von etwa 40% pro Jahr. Das heißt also, wenn wir das jetzt mal projizieren auf die nächsten paar Jahre, dann ist so ein Wert von 10-15% Haushalten, die eine Klimaanlage nutzen, gar nicht mehr so weit weg, weil einfach das Wachstum exponentiell ist. Und bei dem, was ja prognostiziert wird, wie sich so unsere Sommer entwickeln, auch wenn dieser Sommer jetzt mal zumindest hier bei uns lokal aus der Reihe fällt, aber das heißt ja nicht, dass es global kein Hitzeproblem auf dieser Welt gibt, dann muss man schon damit rechnen, dass viele, viele Haushalte eine Klimaanlage haben. Steve, du hast auch eine Klimaanlage. Wie lange hast du die denn eigentlich schon? Also ich habe meine Klimaanlage jetzt seit 3 Jahren. Und muss sagen, ja, da war ich eigentlich schon relativ spät dran. Also das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon ziemlich, das waren so diese wirklich die ersten richtig heißen Sommer, wo man dann wirklich dachte, ich kann hier einfach nicht mehr einschlafen und deswegen völlig alles in Ordnung. Björn schrieb hier im Chat, habe seit 3 Jahren eine Klimaanlage, die ab 35 Grad Raumtemperatur zu Einsatz kommt, mea culpa, völlig in Ordnung. Also auch Julian hat eine Klimaanlage, ich habe auch eine Klimaanlage, darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es soll halt eben darum gehen, mal so ein bisschen das Verständnis dafür zu schärfen und euch da so ein bisschen abzuholen. Ja. Genau,
Also, ich habe es angesprochen, wie gesagt, 3% der deutschen Haushalte haben im Moment eine Klimaanlage, Tendenz stark steigend. Steve hat schon sehr deutlich gesagt, oder hat ja am Anfang dann schon gesagt, 10% des weltweit erzeugten Stroms gehen in die Kühlung. Da ist Deutschland wahrscheinlich noch im Moment noch so ein kleines Licht, aber andere Länder sind da wesentlich weiter. Brasilien, Indien, China zum Beispiel, Amerika, USA sowieso, gerade so der Süden in den USA ist ja ohne Klimaanlage, wäre ja wahrscheinlich gar nicht so besiedelt worden, wie das heute ist. Ich habe da vor einer längeren Zeit mal so eine Dokumentation gesehen, dass ohne Klimaanlage wahrscheinlich so bestimmte Staaten wie Mississippi und so vielleicht gar nicht so schnell oder so stark besiedelt worden wären, wenn es eben keine Klimaanlage gegeben hätte. Und ein Problem sozusagen bei der Klimaanlage haben wir jetzt schon zweimal angesprochen, nämlich das ist der Stromverbrauch. Und ja, die meisten von euch haben vielleicht auch zu Hause so wie Steve und ich so eine Monoblock-Klimaanlage, die natürlich von der Energieeffizienz nicht so ist, aber es ist eben für viele die einfachste Möglichkeit. Ich meine, Steve, ich glaube, bei dir wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich, dass du dir so eine energieeffizientere Split-Anlage anbaust, oder? Also hast du deinen Vermieter dazu schon mal befragt? Ja gut, das müsste ich... Es ist bei mir noch mal ein bisschen eine typische Berliner Innenstadtwohnung. Also ich wüsste gar nicht, müsste erst mal gucken, welchen Vermieter ich jetzt ansprechen müsste, weil in den letzten Jahren, wo ich jetzt hier gewohnt habe, wurde dieses Objekt, ich glaube, 3 oder 4 Mal verkauft. Ich weiß jetzt nicht, ob der so prickelnd darauf wäre, dass ich dann hier irgendwie durch die Außenhaut oder irgendwas anbringe. Aber nein, ich habe noch nicht gefragt und für mich ist diese Lösung, diese Monoblock-Anlage hier sozusagen, dieses Standgerät hier im Schlafzimmer zu haben und dann halt einfach den Rüssel raus aus dem Fenster, reicht für mich völlig aus. Ja. Hast du denn mal eine Zahl vielleicht für uns, wie viel Strom du im Jahr für den Betrieb eurer Klimaanlage so brauchst? Weil wir können ja dann auch mal so ein bisschen vielleicht das ins Verhältnis setzen zum E-Auto, wie viel Kilometer mit dem E-Auto man damit fahren könnte. Ja, also ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel BTU meine kleine Klimaanlage jetzt hier hat. Ich hab's jetzt nicht, ich habe mich damals damit beschäftigt, dass es ausreicht für den Raum hier. Aber ich hab das auch nie wirklich an der Klimaanlage selber gemessen, sondern ich habe es am Gesamtstromverbrauch gesehen. Ja. Und habe festgestellt, dass ab dem Jahr, wo ich die Klimaanlage in Betrieb genommen habe, das war auch das gleiche Jahr, wo ich mein Balkonkraftwerk in Betrieb genommen habe. Und das, was sozusagen vom Balkonkraftwerk mehr reinkommt, ist so ziemlich genau das, was auch meine Klimaanlage verbraucht. Das konnte ich messen und das sind tatsächlich so um die 300 bis 350 Kilowattstunden pro Jahr. Und das ist schon, wenn man das mal so kurz über den Daumen peilt, sagt man, dafür, dass man einen Raum hier runterkühlt, ist das schon eine Menge. Mhm. Und ich benutze das, wie gesagt, eher so wie der Björn, wirklich nur an den heißen Tagen und dann auch wirklich nur zur Nacht hin, dass du dann halt eben den Raum mal runterkühlst, damit du in Ruhe einschlafen kannst. Dann stelle ich noch einen Timer, wenn es sehr heiße Nächte sind, dass man dann halt eben auch am Morgen wieder einigermaßen in angenehmen Temperaturen aufwachen kann. Aber ansonsten ist die halt eigentlich aus. Und diese, was ich ganz klasse finde, ist diese Zahl, die du eben genannt hast, diese 300 Kilowattstunden, das ist so ein Wert, den man ganz häufig findet, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Ja, also größeres Haus, größere Wohnung, kleineres Haus, kleinere Wohnung, ich klimatisiere einen Raum, ich klimatisiere mehrere Räume, ich habe Monoblock, ich habe Split, wie auch immer. Ganz häufig aber liest man so den Durchschnitt von ungefähr 300 Kilowattstunden im Jahr. Das kann, wie gesagt, ganz stark schwanken, aber das ist so ein Wert, den man einfach häufig liest. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass vielleicht in wenigen Jahren 10% der deutschen Haushalte, das wären dann 4 Millionen Haushalte, eine Klimaanlage haben und die alle pro Jahr mal so einfach mal so über den Daumen gepeilt, ne? 300 Kilowattstunden für die Kühlung brauchen, dann kann man sich schon überlegen oder dann sieht man schon, da kommt einiges an Stromverbrauch zusammen. Ja, ich will es jetzt gar nicht in Kilometer umrechnen, aber man merkt schon, da kommt einiges zusammen. Ich habe gleich auch noch mal eine konkrete Zahl für euch. Vorher war noch eine Wortmeldung von Sonic Master. Nur zu, Hallöchen. Jetzt findet er entweder sein Mikro nicht oder ist eingeschlafen. Ich hoffe nicht Letzteres. Ich wollte nur dazu sagen, ich denke, dass dieses Wachstum von den Klimaanlagen aber auch daher kommt,
dass auch YouTuber und so weiter sagen halt eben, ja, damit kann man auch halt eben optimal heizen, halt eben zumindest auch für diese Herbst- und Frühlingszeit, dass man einfach schön beiheizen kann und weniger Gas halt eben verbraucht. Ich komme ja frisch aus dem Kroatien-Urlaub und da habe ich auch festgestellt, wenn man sich das alles anguckt und so weiter, dass viele einfach nur einen Kaminofen haben, wo dann wahrscheinlich, ich sag mal, wenn es richtig kalt wird, halt eben viel geheizt wird damit. Und ich denke mal, den Rest wird da wahrscheinlich einfach mit geheizt und den Sommer, voilà, kann ich halt eben auch kühlen damit. Ne? Also da hatte fast jedes Haus mindestens ein Klimasplitgerät an der Hauswand. Genau, richtig. Also man merkt halt, wie diese Ausstattung mit Klimageräten so langsam nach Norden wächst. Ja, so mit der Ausbreitung oder mit dem Verschieben der Klimazonen wächst das eben ganz klar nach vorne. Ja, klar, ich glaube, das ist genauso. Es ist, oder vielleicht sogar ist es das Interesse daran, sich mit dieser Technik auseinanderzusetzen durch diese Diskussion um Heizen, weniger Gas. PV-Anlage hat man, Strom hat man und so weiter, dieses ganze Gemenge auch nochmal angeheizt. Ja, das glaube ich auch. Dass wahrscheinlich werden wir diese 10% Ausstattung wahrscheinlich schon viel früher erleben. Wenn man sich die Zahlen mal hochrechnet, dann sollte das schon vor 2030 der Fall sein. Also wir bleiben dabei oder es bleibt dabei. Es ist ein Thema, weil wir einfach wahnsinnig viel Energie dafür verbrauchen. Und das in einer Zeit, wo wir ja eigentlich ständig darüber diskutieren oder wo ja viele zum Beispiel auch noch immer diesen Spruch auf Lager haben, naja, E-Autofahren lohnt nicht, ist ja noch nicht 100% grüner Strom im Netz, ne? Und jetzt kommt sozusagen noch so ein Verbraucher obendrauf. Okay, also genau. Thema Strom. Genau, und dazu hätte ich jetzt eine Zahl, ich habe es mal eingeblendet, und da schreibe ich ja auch, da lese ich mal vor. Weltweit werden immer neue Hitzerekorde aufgestellt, die Nachfrage nach Klimaanlagen wächst, auch in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, nahm der Import von Klimaanlagen für Gebäude im Jahr 2020 wertmäßig zu auf insgesamt 187 Millionen Euro. Das ergab im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 28%. Dabei handelt es sich sowohl um Klimakompaktgeräte zum Einbau in Wände als auch um Klimageräte mit getrennten Elementen, sogenannte Standgeräte, ich glaube, das hat man aber egal. Aber da habt ihr mal eine Zahl. Ein Zuwachs damals schon von 28%. Und das ist das sehr interessant, was du gerade angesprochen hast, Julian. Das wäre doch mal ein Thema, wo auf das sich der Hans-Werner Sinn stürzen kann. Dass er dann sagt, naja, wenn jetzt hier immer mehr Klimageräte dazukommen, dann müssen die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden, hör mal. Ja, weil ist ja ein neuer Verbraucher, ist ja was ganz Neues. Ne? Ich weiß nicht, ob wir die Diskussion jetzt nochmal aufmachen sollten. Okay. Alleine schon deswegen ist es eigentlich verwunderlich. Es gab dazu einen Bericht im Magazin Plus Minus und praktisch das gleiche in Textform neulich nochmal bei bei tagesschau.de, dass die Bundesregierung, da gab es eine Anfrage von Seiten der Redaktion an drei verschiedene Ministerien und kein Ministerium der Bundesregierung hat dieses Thema Energieverbrauch durch diesen Hochlauf der Klimaanlagenausstattung irgendwie auf dem Schirm. So, sollte man aber. Gut, okay, also das wäre der Punkt sozusagen, der Punkt Nummer eins, bei dem man sich Gedanken darum machen muss und deswegen ist aus meiner Sicht wichtig, dass man gut beraten wird, wenn man sich eine Klimaanlage kauft, um sich die richtige zu kaufen, um sie richtig zu benutzen und damit möglichst wenig Energie zu verbrauchen, aber eben auch das zu erreichen, was man haben will, nämlich ein vernünftiges Raumklima. So, aber da sagst du ja genau das Richtige, dass kein Ministerium das wirklich auf dem Schirm hat und bei der Diskussion, die wir ja aktuell wirklich hatten, in öffentlichen Medien und allem drum und dann, da wäre es ja die richtige Zeit gewesen, mal zu sagen, natürlich. Moment mal, wenn wir hier über Wärmepumpen diskutieren und ob denn Wärmepumpen kommen sollen und ob Gasheizungen noch erlaubt sind oder nicht erlaubt sind, da wäre es der richtige Zeitpunkt mal gewesen zu sagen, Moment mal, wir haben hier auch einen eklatanten Zuwachs an Kühlgeräten und eine Wärmepumpe kann auch kühlen. Nicht in dem Umfang wie jetzt so eine Klimaanlage hier hinter mir, aber sie kann natürlich dazu beitragen, Räumlichkeiten viel kühler zu halten. Und da müssen wir halt einfach sagen, das, was eine Wärmepumpe da leistet, das ist dann wieder wesentlich effizienter und dementsprechend halt auch ein geringerer, Mehrbedarf an Strom für diese Klimageräte und auch eine geringere Belastung, umwelttechnisch, auf das wir dann gleich noch kommen. Naja, klar, weil ja zum Beispiel man sich vielleicht das spart, dass man sich noch extra Klimageräte kauft, also noch, da geht es ja in das Thema Kühlmittel, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich habe aber auch vermisst, dass man klar und deutlich gesagt hat, naja, jeder, der eben jetzt vielleicht die paar Jahre noch nutzt, um sich eine neue Gasheizung einzubauen,
der müsste vielleicht auch nochmal beraten werden, dass man sagt, naja, wenn du dir jetzt eine Gasheizung einbaust, die Wahrscheinlichkeit, dass du dir in 3-4 Jahren auch noch eine Klimaanlage einbauen willst, ist relativ hoch. Denk doch bitte nochmal drüber nach, ob du nicht eventuell doch gleich alles mit einem System irgendwie abdecken kannst, um nicht nachher nochmal anzufangen. Und das habe ich so ein bisschen vermisst. Es kam in der Diskussion ab und zu mal vor, aber nicht energisch genug. Und ja, viele, die sich eben jetzt eine Gasheizung neu einbauen, die werden möglicherweise dann in wenigen Jahren noch ein zweites Mal zur Kasse gebeten und in 5-6 Jahren später drauf nochmal, wenn sie dann merken, dass ihre jetzt eingebaute Gasheizung gar nicht wasserstofffähig ist. Aber das ist nur ein anderes Thema. Gut, okay, also das wäre jetzt dieses Thema und das war auch so der Hauptgrund, warum wir die Sendung heute gemacht haben, nämlich um darüber auch noch mal so ein bisschen aufzuklären. Und wir beide haben uns auch sehr gewundert, dass die Bundesregierung dieses Thema so überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Aber da gibt es noch ein anderes Thema, über was wir vielleicht mal sprechen sollten. Steve, du hast es am Anfang schon mal gesagt, nämlich so eine Klimaanlage, die läuft ja nicht nur mit Lust und Laune und Strom, sondern die braucht ja auch noch ein Kühlmittel. Und dieses Kühlmittel ist nämlich der nächste Punkt, der auch wiederum was mit Umweltbelastung zu tun hat. Denn klar, so ein Kühlmittel ist ein Produkt, was man erstmal herstellen muss, zumindest wenn es ein synthetisches Kühlmittel ist. Das heißt also, man braucht dafür entsprechend auch Energie, das herzustellen. Aber so ein Kühlmittel hat ein Problem, beziehungsweise kann zu einem ganz großen Problem werden. Wir haben es vorhin kurz angesprochen, nämlich wenn Kühlmittel in die Umwelt entweicht, in die Atmosphäre entweicht. Und das ist ein Thema, das nicht viele auf dem Schirm haben. Wir wissen, CO2 ist ein klimawirksames Gas. Viele haben sicherlich auch schon gehört, dass auch wenn zum Beispiel Erdgas entweicht, bei der Förderung zum Beispiel, als CH4, als Methan, das auch eine sehr starke Klimawirkung hat. Aber in so einem normalen Kühlschrank, fangen wir mal beim Kühlschrank an, Steve, ich denke mal, ihr habt zu Hause wahrscheinlich auch 1 oder 2 Kühlgeräte, da stecken auch Kühlmittel drin. Und nicht nur der eigentliche Kühlkreislauf, was da drin ist, ist ein Problem, sondern auch das Isoliermaterial ist ein Problem. Und ich glaube, das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Ne? Genau, denn das denkt man immer gar nicht. Man denkt immer so, naja, das Kühlmittel, das ist vielleicht ein Problem, aber dann sind da irgendwelche Edelstahlleitungen oder vielleicht irgendwelche Plastikschläuche, die mit irgendwas ummantelt sind. Aber tatsächlich ist es so, gerade auch bei diesen Splitgeräten sind diese die Leitungen entsprechend auch mit deutlich kritischen Stoffen isoliert, ne? Die dann unter anderem auch bei nicht entsprechender oder nicht sachgemäßer Wartung, wenn sie denn im Garten, ich sage jetzt mal vor sich hin, rotten oder so, dann tatsächlich auch stark klimawirksam sein können, wenn nicht klimaschädlich sein können. Genau, also du sprichst da 2 Dinge an. Punkt Nummer 1 ist das, woraus halt zum Beispiel so ein Isoliermaterial besteht. Kühlschrank hat da ist ein Styropor, irgendwas ähnliches drin und die sind eben häufig mit diesen Kühlmitteln oder mit diesen F-Gasen aufgeschäumt. Und wenn so ein Kühlschrank dann nach ein paar Jahren mal ins Recycling geht und dieses Gerät dann sozusagen zerheddert wird, dann wird dabei auch dieses Isoliermaterial zerstört und durch das Aufplatzen dieser vielen Millionen Bläschen, die in diesem Styropormaterial drin sind, kann dieses Kühlmittel entweichen. Und ich wusste auch nicht, dass man das in speziellen Räumen macht, weil dieses entweichende Kühlmittel aufgefangen werden muss. Ja? Wenn die gesamten F-Gase, die in so einem Kühlschrank drin sind, also sprich im Kühlkreislauf, aber auch in den Isoliermaterialien, wenn die einfach so frei werden würden, dann entspricht das einer Klimabelastung von etwa 1 Jahr Pkw-Fahren. Das ist schon krass, ja. Deswegen gehören solche Geräte nicht in den Wald entsorgt, sondern die gehören tatsächlich zum, ja, je nachdem, Wertstoffhof, was ihr in eurer Nähe habt, damit diese Geräte dort vernünftig entsprechend entsorgt werden. Und du hast einen zweiten Punkt noch angesprochen, den schiebe ich noch ganz kurz an. Wenn ihr euch mal so eine Klimasplit-Geräte mal anschaut, dann habt ihr sicherlich gesehen, da kommen halt Leitungen aus der Wand, die sind dann zum Teil eben, oder die müssen eigentlich isoliert sein. Die sind zum Teil sehr kalt und die sind ummantelt mit so meistens solchem weißem Schaummaterial. Und mir hat das mal ein Klimatechniker von unseren Nachbarn erklärt, er meinte, wenn diese Anlagen nicht vernünftig gewartet werden und dann so, ich sag jetzt mal, vor sich hinrotten, die sind Wind und Wetter ausgesetzt, da gehen auch mal Vögel ran, die picken dieses Material zum Teil so ein bisschen auf,
dann kann an die kalten Leitungen, dann kann dort eben Kondenswasser entstehen und dieses Kondenswasser kann früher oder später bei den Verschraubungen eben zu Undichtigkeiten führen. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, dass so eine Klimaanlage, gerade so eine Split-Klimaanlage, vernünftig gewartet wird und eben genau das nicht passiert, nämlich dass diese Kühlmittel irgendwann dann mal in die Atmosphäre verschwinden. Das ist ein riesen Umweltproblem, genau. So, jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Was sollte man machen, was sollte man nicht machen, damit das passiert? Beim Kühlschrank haben wir es jetzt schon angesprochen, klar, sauber entsorgen lassen. Das gilt auch für eure Monoblock-Klimaanlage, wenn die irgendwann nicht mehr geht. Aber wenn ihr so eine Split-Klimaanlage habt, gilt ja auch beim Auto, dann lasst die bitte regelmäßig warten und checken, dass die wirklich noch in Ordnung ist. Und lasst sie vor allen Dingen in erster Linie, wenn ihr euch sowas anschafft, ordnungsgemäß installieren. Ja. Mhm. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die das in irgendeiner Art und Weise selber machen. Wer es kann, möchte jetzt keine Aussage zu treffen, aber es ist hier diese Stoffe, die dort verarbeitet sind. Und wenn dieses, wie Julian sagte, wenn dieses Klimamittel einmal abzischt, das ist so hochgradig klimawirksam, das ist echt eine Sache, davon ist abzuraten. Also da sollte man dann vielleicht auch so den ein oder anderen Euro in die Hand nehmen und das halt eben entsprechend installieren lassen. Ja, installieren lassen und vor allem warten lassen, dass wirklich regelmäßig jemand drüber schaut, ob das dementsprechend in Ordnung ist oder nicht. So, ist also auch ein Problem mit diesen Gasen, ist aber tatsächlich erkannt, unter anderem von der EU. Die EU hat gesagt, okay, wir haben gesehen, dass diese Klimagase ein riesengroßes Problem sind. Das ist auch eine Erkenntnis, die nicht ganz neu ist. Und deswegen gibt es einen sogenannten Phase-Out von bestimmten Gasen, die also in den nächsten Jahren nicht mehr neu in den Verkehr gebracht werden dürfen. Achtung, das heißt nicht, dass wenn ihr zum Beispiel eine Wärmepumpe oder ein Klimagerät habt, was zum Beispiel bei unserer Wärmepumpe ist R410A drin, in unserer Klimaanlage auch, dann ist das zum Beispiel ein Kühlmittel, was also in wenigen Jahren nicht mehr neu in den Verkehr gebracht werden darf. Aber ihr dürft eure Anlage natürlich weiter betreiben. Und die darf auch wieder neu aufgefüllt werden, wenn da tatsächlich mal ein Problem aufgetreten ist. Aber es gibt zum Glück Hoffnung, sage ich mal, auf der Kühlmittelfront, auf neue Kühlmittel, die jetzt nach und nach eingesetzt werden. Ich habe vorhin mal so spaßeshalber bei so ein paar Herstellern geguckt von Klimaanlagen. Da findet man jetzt ganz häufig als Kühlmittel das R290. Wenn ihr an der Klimaanlage Interesse habt und noch nicht so tief drinsteckt in dem Thema, könnt ihr euch das ja mal aufschreiben. Da gibt es also zum Beispiel einen italienischen Hersteller, aber auch diverse chinesische Hersteller, die jetzt sehr stark damit werben, dass eben R290 drin ist. Und das ist etwas, was ihr kennt vom Grillen, nämlich Propan. Propan hat praktisch das gleiche Klimapotenzial wie CO2. Das heißt also, wenn Propan in die Umwelt entzischt, ist es zwar nicht besonders gut, aber es ist um Längen weniger schädlich als zum Beispiel R410A als Kühlmittel. Aber es ist halt brennbar. Ja, und das ist so die Problematik, nämlich dass diese F-Gase, diese synthetischen Gase, alle eben extrem klimarelevant sind, aber eben nicht so stark brennbar sind. Und die, sagen wir mal, die natürlichen Kühlmittel eben genau umgekehrt sind, nämlich sie sind eher brennbar, aber haben nicht so ein starkes Treibhausgaspotenzial. Aber es gibt sie und sie kommen mehr und mehr in den Einsatz. Und weil es ja auch schon im Chat kam und weil du es gerade gesagt hast, sie sind brennbar, aber deshalb sind diese Propananlagen nochmal anders. Man kann sozusagen bestehende Klimaanlagen jetzt nicht einfach auf Propan umrüsten, denn diese haben einen ganz speziellen Verdampfer, haben dort ein geschlossenes System, und um sozusagen dieser Brandgefahr entsprechend vorzugreifen und das Gerät oder diese Anlage hier sicherer zu machen. Genau, also da zirkuliert dieses Kühlmittel wirklich nur in der Außeneinheit und wird nicht sozusagen wie bei anderen Anlagen teilweise durch die Leitungen nach innen gebracht. Genau, das ist also ein entscheidender Punkt. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass an irgendeiner deutschen Uni ein System entwickelt wurde, um auch Klimaanlagen jetzt, also nicht Klimaanlagen, sondern richtig Wärmepumpen mit Propan betreiben zu dürfen. Da gibt es nämlich so eine Grenze, maximal 150 Gramm dürfen da irgendwie drin sein. Und das haben die irgendwie hinbekommen. Und von daher werden wir wahrscheinlich also auch in Wärmepumpen in Zukunft mehr R290 sehen. Ja, das habe ich hier natürlich. Das habe ich hier gerade eingeblendet. Das war tatsächlich das Fraunhofer. Und okay. Die haben eine
eine Plattform sozusagen entwickelt mit der Industrie zusammen, an der sich jetzt verschiedene Hersteller bedienen können, sodass nicht jeder seine eigene, wir kennen es aus dem Autobau, dass da nicht jeder sein eigenes Ding machen muss, sondern dass man halt eben gemeinsam auf eine Plattform zurückgreift. So, Entschuldigung, bitte. Genau. Nee, ist ja wunderbar, prima, danke dafür. Ja, und dann gibt es natürlich noch die große, auch noch eine Hoffnung oder eine technische Variante. Ich glaube, das nennt sich R744, aber das ist CO2. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin kein Kältemitteltechniker, ihr könnt uns gerne jederzeit im Live-Chat oder in den Kommentaren korrigieren. CO2 gibt es als Kühlmittel bereits schon in Fahrzeugen. Steve, du bist ja auch bei einem bekannten Fahrzeughersteller beschäftigt. Ist dir bekannt, ob die schon CO2 einsetzen? Das soll jetzt, wenn es nicht der Fall ist, nicht böse gemeint sein, aber weißt du es? Ist mir bei uns noch nicht bekannt, dass es da irgendwie eingesetzt wird. Ich muss aber auch zugeben, ich habe bei den letzten Modellen jetzt nicht nachgeschaut. Ihr könnt das in der Regel relativ einfach nachschauen, indem ihr vorne die Motorhaube öffnet, da vorne, wo die Kühleinheit des Fahrzeugs ist und wo der Stoff wohl eingeführt wird. Da müsste eigentlich stehen, entweder R134Y oder so, das ist dieses typisch brennbare Stoff, der ja oftmals auch der Brandauslöser ist bei einem Fahrzeugunfall, nicht die Batterie. Oder dann steht da halt eben entsprechend das, was Julian gerade gesagt hat. Ne? Genau, also ich glaube, ich hatte es dir auch mal gefragt, ne, gesagt, du hattest mich mal gefragt, ob beim ID schon dieses neue Mittel, dieses 134 drin ist, aber es ist noch das Y1234 drin. Hm? Genau, also bei deinem, also weil dein ID3 keine Wärmepumpe hat, beim ID, bei den ID-Modellen mit Wärmepumpe, da ist eine CO2-Klimaanlage drin. Genau, und ja, genau, prima. Gut, ja, also wie gesagt, aber was ich jetzt nicht verstanden habe, aber da könnt ihr uns auch gerne mal und nicht nur Steve und mir, sondern uns allen, wer sich auskennt, auf die Sprünge helfen. Ich habe zumindest in meiner Recherche heute noch keine Klimaanlage oder Wärmepumpe mit CO2 als Kühlmittel gefunden. Ich habe nur einen Hinweis darauf gefunden, dass es wohl irgendwie aus irgendwelchen konstruktionsbedingten Gründen im mobilen Bereich, also sprich im Automobil, besser geeignet sei. Aber vielleicht habt ihr da mehr Ahnung, dann schreibt das bitte mal rein oder ich habe einfach bei den falschen Quellen geguckt. Worauf wir eigentlich jetzt hier, ich fasse es nochmal zusammen, hinweisen wollen, ist, dass wenn man eben eine Klimaanlage oder eine Wärmepumpe hat, wo oder auch einen Kühlschrank hat, was auch immer, wo eben noch ein synthetisches Gas drin ist, dass ihr wirklich auf diese Geräte auch Acht gebt, auch wenn die eben vielleicht viele, viele Jahre draußen bei euch auf dem Balkon oder auf dem Dach oder wo auch immer stehen und wirklich diese Geräte ein bisschen, wenigstens eine Sichtprüfung macht, denn dieses Kühlmittel, das macht dann einmal Zisch, dann ist die Klimaanlage erstmal hinüber. Ob man jemanden findet, der sie wieder auffüllt, ist eine große Frage. Der wird eventuell fragen, warum ist denn das Kühlmittel weg? Hast du da selber dran rumgeschraubt? Also, dass ihr wirklich auf diese Geräte ein wenig Acht gebt. Und bei dem geringsten Verdacht, dass dieses Gerät Kühlmittel verliert, wäre also zum Beispiel, wenn ihr merkt, dass eure Klimaanlage nicht mehr ordentlich kühlt, das Gerät dann auf gar keinen Fall versucht zu reparieren, auch bitte nicht versucht, das irgendwie zu füllen, sondern es zum Recycling gibt. Ich glaube, das kann man, glaube ich, so pauschal sagen. Wenn man merkt, da stimmt irgendwas nicht, ist es meistens fehlendes Kühlmittel und dann da eine Reparatur meistens nicht möglich ist, sollte es schnellstmöglich zum Recycling gebracht werden. Genau, also das wäre so das, was ich da an der Stelle jetzt noch sagen wollte. Gut, Steve, gibt es denn aus dem Live-Chat noch Hinweise oder Dinge, die in dem Zusammenhang noch für uns von Interesse sind? Ja, der Hof Gerken schreibt, CO2-System hat einen deutlich höheren Druck und dadurch müssen die Leitungen dicker sein. Das kann vielleicht unter anderem ein Grund sein, warum man sagt, okay, in so einer kleinen, kompakten Anlage wie in einem Auto lässt sich das relativ kostengünstig umsetzen als bei einem Haus. Sieht es wieder ein bisschen anders aus, wobei im industriellen Standard ist es dann vielleicht bei Großanlagen schon Standard, wenn ich es jetzt richtig verstehe, was Raimund da schreibt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal kurz zusammenfassen, warum wir diese Sendung gemacht haben. Also wir machen diese Sendung ja nicht, um zu sagen, ihr sollt E-Auto fahren mit Strom, das ist total geil, aber ihr sollt keine Klimaanlagen verwenden. Also das sagen wir nicht, sondern wir sagen einfach nur, man sollte das Thema Kühlung auch immer stärker auf dem Schirm haben. Denn gerade auch die Kühlung wird in den nächsten Jahren immer mehr zunehmen. Und ich weiß gar nicht, ob du es jetzt schon erwähnt hattest, aber die Prognose geht dahingehend, dass sich zumindest hier für Deutschland der Bestand an Klimageräten in den nächsten 7 Jahren verdoppeln wird.
Das heißt, wir hatten es mal vorhin runtergebrochen, wir sind aktuell bei etwa 5 Millionen Klimageräten, richtig, Julian? Also die letzten Zahlen, die ich gefunden hatte, waren noch ein bisschen anders wieder als das, als wir heute Mittag telefoniert haben. Da hat man aber gesagt, wir sind jetzt bei 3, aber man erwartet bis 2030 eine Steigerung auf 13% aller Haushalte. Und das wäre ja schon fast eine Vervierfachung des Wertes. Na gut, also das ist krass. Das ist krass, ja. Genau, und dahingehend in diesem Zusammenhang müssen wir uns halt eben überlegen, okay, wo geht die Reise hin? Und was ganz oft im Chat gerade schon kam, war, naja, unsere Klimaanlage läuft mit PV-Strom. Und das ist prinzipiell super, aber wir wünschen uns dann trotzdem, dass die Leute sich ein effizientes Kühlsystem suchen, denn ja, jede Kilowattstunde, die, ich sage jetzt mal, von euch nicht ins Netz geschickt wird, sondern dann halt eben dafür verwendet wird, ist vielleicht wieder eine Kilowattstunde, die fehlt. Und klar gibt es jetzt nicht so viel an Einspeisevergütung, aber es hilft uns im Großen und Ganzen insgesamt ja dann doch, wenn wir dann die ein oder andere Kilowattstunde ins Netz schicken. Und wir müssen halt eben ganz klipp und klar konstatieren, dass wir sagen, naja, wenn wir effiziente Klimageräte haben, wenn wir gute Gebäudedämmungen haben, dann müssen wir auch weniger Erneuerbare zubauen. Und wie gesagt, nicht nur bei Klimageräten, bei dem Bedarf, das ist ja ein neuer Verbraucher sozusagen, wie Julian es vorhin ausgedrückt hat, steigt ja der Strombedarf jedes Jahr, sondern wir haben eine Elektrifizierung des Straßenverkehrs, sowohl Individualverkehr als auch industrieller Verkehr. Wir haben eine immer stärkere Zunahme im Bereich der Digitalisierung, wo wir auch einen immer stärkeren oder immer höheren Strombedarf bemerken. Und wenn jetzt noch die Kühlung dazu kommt, weil halt eben sich das Klima entsprechend verändert, und das kann man ja eben sehen, dass sich das in unsere Breiten gerade immer weiterhin ausdehnt, dann müssen wir schon sagen, okay, es wäre schon sinnvoll, wenn man das vielleicht beim nächsten Heizungsumbau, Ausbau, wie auch immer, vielleicht mitbedenkt und sagt, okay, man geht dann eben entsprechend auf ein System, was vielleicht unter Umständen auch schon mitkühlen kann. Dazu habe ich nochmal eine schöne Zahl, vielleicht auch so langsam Richtung Abschluss. Wir haben im Moment so einen Stromverbrauch in Deutschland pro Jahr von so annähernd 600 Terawattstunden. Die Zahlen schwanken da so ein bisschen, je nachdem, wo man guckt, aber es pendelt so um die 600 Terawattstunden. Und beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klima habe ich gefunden, dass man prognostiziert, dass dieser Stromverbrauch pro Jahr bis 2030 auf 660 Terawattstunden ansteigt, also 10% Anstieg. Und dieser Anstieg, diese 60 Terawattstunden, die dazukommen, die kommen aus folgenden Bereichen. Die kommen aus der Wärme, also sprich den Zubau von Wärmepumpen oder auch anderen elektrischen Heizsystemen, elektrisch direkt heizen, wie auch immer. Aus dem Verkehr, also aus Elektrifizierung des Verkehrs, was wir ja hier unser Hauptthema ist, heute nicht so sehr, aber immerhin. Und für die Produktion von Wasserstoff. Und was fehlt da jetzt bei diesen drei Dingen, die ich aufgezählt habe, das, worüber wir heute gesprochen haben? Also der zusätzliche Strombedarf für die Kühlung ist da nicht mit drin. Und da muss man nochmal davon ausgehen, dass da auch nochmal extra was dazukommt. Und wenn man das alles zusammennimmt, was wir heute besprochen haben, Strombedarf, welche Art Heizung baut man sich ein, wie ist das mit der Klimaanlage, was nimmt man nicht, welches System nimmt man da? Was passiert mit den Kältemitteln und so weiter und so fort? Werden Verbraucher geschult, die Geräte vernünftig zu benutzen? Dann, wenn man das alles zusammennimmt, dann muss man sich schon ein bisschen wundern, warum keines dieser drei Ministerien, nämlich Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, Bundesbauministerium, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber ihr wisst, was ich meine, und Bundesumweltministerium, alle drei, also ich meine, beim Finanzministerium muss man wahrscheinlich nicht fragen und bei der Landwirtschaft wahrscheinlich auch nicht. Aber diese drei Ministerien in diesem Plus-Minus-Bericht, den findet ihr auch noch in der ARD-Mediathek, guckt ihn euch an. Keine Antwort auf die Frage, welchen Plan gibt es dafür? Und das würde ich als Letztes dazu noch sagen, erstaunlich fand, es gibt von Seiten der EU eine Pflicht, dass die Bundesregierung Kommunen unterstützt, die auch neben einem Wärmeplan einen Kälteplan aufstellt. Damit ist jetzt nicht ein Hitzeschutzplan gemeint, das habt ihr in den letzten Wochen verfolgt, sondern einen Kälteplan, also zum Beispiel ein Fernkältenetz aufzubauen, aber dass die Bundesregierung das nicht umsetzt. Also weder die letzte noch die jetzige Bundesregierung das umsetzt. Und das
gibt einem schon ein bisschen zu denken, weil das ein Thema ist, was für viele immer, immer wichtiger wird. Genau, das wollte ich noch am Schluss von meiner Seite so dazu angefügt. Zum Schluss habe ich noch mal eine Zahl für dich, Julian. Im Chat hat sich Chris Werner gemeldet. Er schreibt, ich betreue hunderte Klimaanlagen im Servicebereich. Anzahl der undichten Anlagen liegt bei etwa 3-5%. Oh. Ist schon ordentlich. Ich würde mal sagen, 3-5% zu viel. Ja. Wahnsinn. Ich meine, ne, kann immer mal vorkommen, aber 3-5% ist schon eine große. Also wir haben ja gerade ein paar Zahlen genannt. Wenn ihr das jetzt mal umlegt, dann ist das schon ordentlich. Also ich danke dir auf jeden Fall. Gerne ganz schnell dazu schreiben, ob er vielleicht noch was über die Ursachen sagen kann. Also einfach Material, Alterung, Ermüdung oder unprofessioneller Selbstbau, oder das würde mich jetzt mal interessieren. Unsachgemäße Installation respektive Wartung. Kannst okay. Ja mal, vielleicht schreibt er ja gleich nochmal was. Ansonsten kannst du es gerne auch, lieber Chris, kannst du es gerne auch nach der Sendung in die Kommentare unten runterschreiben. Würde uns wirklich mal interessieren. Also, ich sag mal so, wir wollen es ja nicht gar nicht so künstlich in die Länge ausdehnen und gar nicht irgendwie großartig aufblähen. Es ging uns nur darum, das, was Julian gerade gesagt hat, kein Bundesministerium hat es derzeit auf dem Schirm und das ist halt eben das Komische, weil wenn wir diese Zuwachsraten sehen, die von allen prognostiziert werden, und die Zuwachsraten, die ich ja euch da vorhin vorgelesen habe, die sind ja aus dem Jahr 2020. Ja, das heißt also, das ist jetzt nicht eine Prognose, die irgendwie einfach Kaffeesatzleserei ist, sondern die ja bereits existiert. Wir sehen es ja eben auch, dass die Geräte mittlerweile überall von Hinz und Kunz, Hans und Franz angeboten werden. Und das würden sie ja nicht, wenn sie nicht entsprechend nachgefragt sind. Das heißt, wir haben hier einen eklatanten Zuwachs, aber den hat irgendwie noch keiner so richtig auf dem Schirm. Und das ist die eine Sache, aber dass das auch bei der Prognose des Mehrstromverbrauchs noch niemand wirklich auf dem Schirm hat. Und obwohl es eine EU-Vorgabe in Richtung Kältenetz gibt, dass da auch noch keiner umgesetzt hat, das ist schon so ein bisschen bedenklich. Und darauf wollten wir heute einfach mal aufmerksam machen. Und ich hoffe, wir haben euch da entsprechend abgeholt mit dem Thema. Das hoffe ich auch. Vielleicht nicht das Brenner-Auto-Thema, aber ich halte das für wichtig. Ja. Oder wir beide hielten es für interessant, das mal zum Thema zu machen. Gut, okay. Dann also von meiner Seite, Steve, du hast ja schon alles gesagt. Also von meiner Seite sage ich an der Stelle schon mal Tschüss und vielen Dank, dass ihr heute Abend bei diesem Thema eingeschaltet hat, ein Thema, was so gar nicht zu diesem Wetter, zumindest hier in der Region Berlin, passt. Heute hat den ganzen Tag durchgeregnet. Freunde von uns sind in den Niederlanden, die sind genauso nass geworden wie wir heute im Grunewald. Aber vielleicht kommt ja dann noch mal was. Ich glaube, es hat heute in ganz Deutschland überall geregnet. Passt vielleicht nicht zum Wetter, aber vielleicht nächste Woche oder wie auch immer. Aber ihr seht schon, wir beschäftigen uns trotzdem immer mit einem bunten Strauß an Themen. Und wir hätten jetzt natürlich darüber debattieren können, 45 Minuten, was ist mit der BAFA-Prämie, wie geht's weiter? Gewerbliche Förderung fällt weg ab 31.08. Dann nächstes Jahr geht's weiter mit 1.500 € weniger vom Staat und so weiter und so fort. Aber ich meine, ihr kennt's. Viele Sachen sind bereits gesagt, man muss es nicht 30.000 Mal wiederholen, kann man auch mal ein durchaus neues Thema mit aufnehmen. Ich fand es sehr spannend, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und Julian hat mir so dermaßen zugebombt mit Links, die sind jetzt alle unten drin in den Shownotes, die dürft ihr jetzt alle gerne durchforsten. Viel Spaß dabei, also ich habe irgendwann viereckige Augen gekriegt beim Lesen. Wie immer. Genau. Also dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich für eure rege Teilnahme hier im Live-Chat und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ob wir nächste Woche wieder streamen oder wie gesagt, wir haben es ja gesagt, wir wissen nicht. Es ist jetzt Sommerzeit, es kann sein, dass wir mal nicht da sind. Also ich kann gleich sagen, ich bin wahrscheinlich zu dieser Zeit am nächsten Sonntag irgendwo zwischen Salzburg und Grado völlig durchnässt auf dem Fahrrad und entnervt. Ich bin definitiv nächste Mal nicht dabei. Das kann ich dann dir schon mal sagen. Lass es doch einfach. Dann bleib doch hier. Dann bleibst du trocken, bist nicht entnervt. Und kann meine Klimaanlage einschalten. Nein, die Sattel sind schon gepackt. Übermorgen geht's los. Da führt jetzt kein Weg dran mehr. Du fährst mit dem Fahrrad nach Salzburg. Nein, wir fahren tatsächlich nicht mit dem Fahrrad fahren wir elektrisch nach Salzburg und setzen uns dann aufs E-Bike und radeln dann Richtung Grado. 400 Kilometer quer durch die Alpen, ja. Ja,
Das machen wir. Aber das schockt mich jetzt gar nicht mehr. Unsere Nachbarn haben uns vorgestern erzählt, sie fahren demnächst 1300 Kilometer in Frankreich mit dem Fahrrad. Da kam ich mir mit den 400 Kilometern schon wieder ganz unterbelichtet vor. Ich wollte gerade sagen, du hast, warum? Du kannst, ich habe unten im Keller noch ein normales Damenfahrrad, das kannst du haben. Ohne E-Bike. Nee. Sparst du Strom. Du weißt ja, Alpen, ne? Das geht immer irgendwo. Das ist ein Damenfahrrad. Das geht damit auch. Hat eine dreigängige Schaltung. Ich mach mal Schluss. Gut, alles klar. In diesem Sinne, ja. Danke und ciao. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, nächste Woche, wir wissen es nicht. Am besten einfach nochmal checken. Ich habe es letzte Woche noch gelesen, dass einige sich gar nicht bewusst waren, weil sie die Videos immer vorgeschlagen bekommen haben. Guckt mal, ob ihr den Kanal abonniert habt. Wenn nicht, dann abonnieren. Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn es ein Video oder ein Stream oder was auch immer gibt. Ne? Also dann, in diesem Sinne. Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.